Herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Ich wurde mehrfach schon gefragt, wie mache ich es denn bei mir mit der Musik, wie jetzt zum Beispiel die im Hintergrund läuft, also quasi spielfremde Musik in Sachen Rechteverwaltung etc. Es gibt ja die Möglichkeit, einerseits sagt man, dass man einfach Musik laufen lässt, die man hat, kann aber sehr schnell zu Copyright-Problemen führen. Das Mindeste wäre dann, dass wenn du auf Twitch bist, dass dir dann auf Twitch der Part in deinem Stream, in VOD, also in diesem Video, was nach deinem Stream verfügbar ist, der Part komplett gemutet ist. Das heißt, wenn du über deinen gesamten Stream Musik laufen lässt, die normalerweise Copyright geschützt ist, dann ist halt dein gesamter Stream gemutet. Also macht sich nicht so gut, genauso wie in irgendwelchen Videos auf YouTube. Wenn du da irgendwas hochlädst, hast du im Hintergrund eine Musik laufen, die mit Copyright geschützt ist. Dann ist die mit Sicherheit nach wenigen Stunden spätestens komplett dicht gemacht. Das heißt, das Video läuft dann meistens noch. Du hast im dümmsten Fall auch einen Copyright-Strike an der Backe. Also einen rechtlichen Fall. Aber ich sag mal, die allergeringste Reaktion, die stattfindet, ist, dass dein Video jeweils gemutet wird. Unpraktisch. Also, wie lässt sich das Ganze lösen? Jetzt haben wir hier mal im Hintergrund, das ist allerdings gerade die Premium-Variante, haben wir mal. Ich habe jetzt mal ein paar wenige, es gibt haufenweise Anbieter. So, fangen wir mal so rum an. Es gibt haufenweise Anbieter. Ich habe mich damit Anfang 2020 intensiv beschäftigt, weil mir klar war, dass ich auch zwischendurch mal Musik im Hintergrund brauche, die dann allerdings mir keine Probleme bereiten soll. Deswegen meine Recherche jetzt hier, so wie ich es dir zeige. Also, einmal gibt es Pretzel Rocks. Pretzel ist ein Plugin für Twitch. Das heißt, du kannst dir auf Twitch eine Erweiterung installieren von Pretzel Rocks, also in Twitch im Account selber. Auch mit genau diesem Symbol hier, auch genau so geschrieben. Was macht das Ganze? Du kannst dir dann hier aus verschiedenen Playlists, aus verschiedenen Artists, aus verschiedenen Musikstilen kannst du dir Sound aussuchen und kannst den nebenher laufen lassen. Ich sag mal, solange du noch kein Streamer bist, der zuverlässig Geld verdient, im Sinne von erstmal Affiliate und dann doch schon einige Subscriptions, dass du dir zumindest dann davon eventuell deinen Sound finanzieren kannst, würde ich dir erstmal raten, eine klassische Null-Investitionen zu machen und zum Beispiel mit Pretzel Rocks arbeiten. Das ist rechtlich eine saubere Sache. Allerdings sage ich mal, auf Pretzel ist natürlich die Auswahlmöglichkeit relativ beschränkt von der Musik, die du laufen lassen kannst. Ist Geschmackssache, kein Thema. Wenn du einfach irgendwas im Hintergrund plätschern lassen willst, relativ wurscht, was es ist, dann ist es passend, wenn du was ganz Spezielles suchst, also mit einem speziellen Geschmack deinerseits oder auch für deine Zuhörer und Zuschauer, dann musst du da schon relativ gut suchen. Und der Punkt ist der, beim Kostenlosen spuckt dir quasi Pretzel Rocks immer wieder die Playlist, also was jetzt gerade abgespielt wird beim Start des jeweiligen Tracks, in deinen Chat wie einen Bot. Du musst deinen Chat quasi aufmachen für Pretzel Rocks, für dieses Plugin. Und das heißt, mit Pretzel Rocks hast du immer einen Autopost, welcher Track gerade läuft, also von wem es ist und wie der Track heißt. Und ich sag mal, der Sound selber, also die Auswahl der unterschiedlichen Tracks, ist im Verhältnis zu anderen Varianten stark beschränkt, aber es ist besser als keine Musik. So, also damit kann man auf jeden Fall mal ein paar Wochen, ein paar Monate leben. Kriegst du auch ein Gefühl dafür, wie gefällt dir die Musik, wie reagieren deine Zuschauer. Wie gefällt dir das Posten, das Autoposting vom Track und vom Artist? Wenn du dann sagst, okay, ich brauche eine andere Lösung, ich bin vielleicht auch relativ schnell Affiliate geworden und kann mir 15 Euro im Monat, das ist jetzt der nächste Punkt, 15 Euro im Monat leisten, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Dann gibt es einmal Pretzel Premium. So wie du es jetzt hier siehst, ich habe mit keinem irgendwelche Partnerschaften. Ich bin hier völlig neutral. Das ist von mir ein privates Video im Prinzip, was ich raushaue, einfach nur, weil ich auch streame. Krieg von keinem irgendeinen Cent. Also Pretzel Premium, da zahlst du gleich mal 150 Steine im Jahr und bist auch quasi ans Jahr gebunden. Du kannst also hier kein Monatsabo abschließen. Ist Geschmackssache, muss man natürlich auch wissen.
Wenn du gerade mit Streamen anfängst und weißt nicht, ob du das längere Zeit machen willst, sind halt 150 Steine weg. Kriegst natürlich jetzt hier, sehe ich gerade, ist noch ein Gutschein hinterlegt, in Anführungsstrichen, dass du $50 weniger zahlst im ersten Jahr. Kann man machen, gäbe aber auch noch andere Möglichkeiten. Dann gibt es doch die Möglichkeit, zum Beispiel auch nochmal in Sachen kostenlos, dass wenn du einen Spotify-Account hast, den man ja auch kostenlos anlegen kann, da gibt es unter anderem, so wie jetzt zum Beispiel hier, das ist einfach nur ein Beispiel, gibt es copyright-freie Musik, die du über den Player dann abspielen kannst. Da solltest du dann wahrscheinlich auch keine Probleme kriegen. Habe ich persönlich nie probiert. Ein Test ist es wert. Wenn es hier auf Spotify als DMCA frei ist oder entsprechend gekennzeichnet, dann sollte es eigentlich auch ganz gut funktionieren. Das wäre die zweite Variante. Allerdings, wie gesagt, ist dann da natürlich, das sind verschiedene Playlists, da muss dir halt die Musik gefallen. Wenn du dann einen speziellen Musikstil suchst oder spezielle Musik oder Musik ausschließen willst, dann könnte es schwierig werden. So, das ist die Variante. Dann gibt es noch Soundstripe. Soundstripe ist einer auch von vielen Anbietern, der dir die Möglichkeit gibt, dass du $12.50 im Monat zahlst. Dafür kriegst du unlimitierte Musiklizenzen, Playlists, wo du dir was raussuchen kannst. Dann Audio-Files kannst du dir runterladen, wenn du YouTube-Videos machen willst, also zum Video schneiden, auch mit den einzelnen Stimmen. Also du musst dann zum Beispiel nicht den Gesang mitnehmen, sondern kannst den Gesangsbereich rausnehmen und dann halt nur den Sound der Instrumente nehmen. Und es gibt eine Adobe Premiere Pro Extension, also schon extra für Adobe Premiere Pro zum Videoschneiden. Das wäre dann die $12.50 Variante. Immer so ein bisschen auf Individual ausgelegt. Freelancers, YouTubers, Podcasters und Non-Profits. Non-Profit ist jetzt hier schon ein bisschen ein Problem. Weil wenn du ja schon auf Twitch, das ist so eine rechtliche schwierige Geschichte, wo ich auch zu Anfang meine Probleme hatte, weil du bist ja Affiliate und ab der Sekunde, wo du Affiliate wirst, kannst du ja spenden und vor allem auch Subs annehmen. Und ich sag mal, das kann relativ fix gehen, dass du, ja, ich sag jetzt mal, im Monat 100-200 Euro reinkriegst. Das klingt jetzt definitiv nicht viel. Aber es ist mal besser als nichts. Du kannst davon zumindest mal deine Musik finanzieren. Also da wäre auf jeden Fall abzuklären, ob das dann auch für, ob du unter Non-Profits fällst, was in dem Fall mit Sicherheit nicht der Fall sein wird. Dann gibt es hier noch Artlist. Artlist ist auch ein Anbieter, der mir sehr interessant erscheint. Du hast allerdings auch wieder die Jahresbindung. Ich sag mal, wie gesagt, wir sprechen jetzt hier von einem Streamer oder einer Streamerin, die gerade anfängt zu streamen und in den ersten Monaten des Streamings ist und auch gar nicht weiß, mache ich das die nächsten Jahre oder ist es jetzt mal ein Versuch wert und nach einem halben Jahr habe ich die Nase voll aus irgendwelchen Gründen. Dann hast du halt hier mal eben kurz $200 rausgehauen oder $200. Das wird zu überlegen. Du hast auf jeden Fall hier, bist auf der rechtlich sicheren Seite, eine Universallizenz, also auch wenn du dann auf Twitch Geld verdienst, bist du hier richtig. Die Auswahl ist mittelmäßig an Tracks, es kommen zwar regelmäßig Tracks dazu, aber es ist eine relativ neue Plattform, die nicht ganz so eine hohe Auswahl hat wie eine andere, auf die ich nachher komme, die ich persönlich benutze. Was hier der große Vorteil ist bei diesem Anbieter, das macht diesen Anbieter unique. Der war gut. Das macht diesen Anbieter unique. Das ist das Thema Lifetime Use. Lifetime Use. Also, normalerweise funktioniert das Ganze so mit dem Lizenz, mit der Lizenzgeschichte. Wenn du einen Track runterlädst und benutzt den und du bezahlst deine Gebühren, dann ist es legal. Wenn du einen Track runterlädst und du hörst irgendwann auf, den Betreiber zu bezahlen, weil du zu einem anderen gehst,
Benutzt dann aber für neue Videos dessen vor 2 Tagen runtergeladene Musik. Dann ist es schon nicht mehr legal, weil du ihn nicht weiter bezahlst. Wir kommen danach noch drauf. Das heißt, hier bei diesem Anbieter lädst du die Musik runter. Du könntest, theoretisch könntest du die gesamten Musikbestand von Artlist runterladen und dein Leben lang verwenden, auch wenn du nach einem Jahr keine weiteren Jahre mehr bezahlst. Dafür zahlst du aber auch jährlich. Das ist also auf jeden Fall zu überdenken. Hier steht auch drin, neue Musik jeden Tag. Hier mit drin in dem Preis von 16,60 sind keine Soundeffekte. Also wenn du Musik nutzt und willst auch in deinem Video oder in deinen Videos Soundeffekte einbauen, was auch immer, dann sind hier keine Soundeffekte dabei. Die musst du dir auch noch irgendwo lizenzieren oder dann bei dieser Lizenzvariante hier rauslassen. Hier unten, da oben steht schon Music and Sound Effects, SFX, Sound Effects. Die machen damit Werbung, dass sie jeden Tag neue Musik und neue Soundeffekte reinkriegen. Ist auch so, die Bibliothek wächst jeden Tag. Jetzt kommen wir auf den Anbieter, den ich mir jetzt rausgesucht habe, aus unterschiedlichen Gründen. Grund 1, Epidemic Sound, ist eine schon seit langer Zeit etablierte Plattform. Soundplattform für Musik und für Soundeffekte. In diesen, die haben jetzt auch die letzte Zeit, haben die hier ihre Verträge geändert. Das war auch zuerst quasi Non-Profit. Wäre also relativ sinnfrei gewesen für Leute wie mich. Und wenn du dann als kleiner Streamer, der ja aber in Richtung Profit guckt, den Sound benutzen wolltest, hättest du 50 Euro im Monat zahlen müssen. Das muss erstmal reinkommen. Also, Epidemic Sound bietet dir entweder 13 Euro im Monat oder 120 Euro im Jahr. Du siehst, bei 120 Euro im Jahr sparst du hier ein paar Monate hinten raus. Die bieten dir außer der rechtlichen Seite, dass da alles abgedeckt ist. Du musst halt dort deine Kanäle eintragen, auf denen du tätig bist. Und dann wird quasi dort regelmäßig der Sound gecheckt und werden diese Copyright-Claims werden dann von denen quasi verhindert, weil es ja die Musik über die lizenziert ist. Du hast hier in diesem Bereich Personal hast du Musik als auch Soundeffekte drin. Du kannst die Musik auswählen, indem du sagst zum Beispiel Stimmung. Traurig, fröhlich, gloriös, cineastisch, etc. etc. Oder Anlässe für Hochzeit, für Fashion, also Mode, für Gaming, für Firmenvideos, etc. Plus eine ganze Bibliothek, eine relativ große und auch umfassende Bibliothek an Soundeffekten, die sind hier mit drin an 13 Euro im Monat. Hat den Vorteil, einerseits, du kannst sagen, okay, ich probiere es mal aus, zahlst 13 Euro, gehst dann da rein, kannst alles benutzen, was sie haben und kannst dir dann angucken, gefällt es dir oder gefällt es dir nicht. Und wenn du dann siehst, du kommst ins Business rein, du bist Affiliate, das Ganze läuft ganz gut, dann kannst du immer noch sagen, okay, ich zahle 120 Euro im Jahr, weil ich es zumindest mal ein Jahr lang mache, weil ich gerade Student bin und Zeit habe, nebenher noch zu streamen, whatever. Da ist aber zu bedenken, hier ist der Anbieter Epidemic Sound. Wenn du heute einen Track runterlädst und hast quasi hier diese 13 Euro im Monat gezahlt oder eine von diesen beiden Lizenzen, egal was, entweder im Monat oder im Jahr und morgen läuft diese Lizenz aus und du zahlst nicht weiter, weil du zu Artlist gehst zum Beispiel, dann darfst du morgen keine neuen Videos oder Artpieces, also irgendwelche Kunstwerke machen, die deren Material beinhaltet, weil es dann nicht mehr rechtmäßig wäre. Aber alles, was du bis dahin gemacht hast, zu dem Punkt, bis du gezahlt hast, das bleibt lizenziert und das verändert sich auch nicht. Finde ich ein relativ faires Geschäftsmodell. Ich sag mal, man hat auch als normaler Mensch nicht allzu viel Zeit, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Deswegen kann ich im Moment nur für angehende Streamer. Und angehende Streamer meine ich auch im ersten Jahr, weil es ein langfristiges Ding ist. Kann ich nur empfehlen, zum Beispiel hier diesen
Anbieter zu nehmen, wenn es bezahlt werden soll, weil die Auswahl an Tracks im Verhältnis gesehen sehr groß ist, im Verhältnis zu Pretzel Rocks. Die Tracks sind qualitativ hochwertiger, also nicht irgendwie von der KI erstellte Musik, irgendeine Electronic Lala, die dir irgendwann relativ schnell auf den Senkel geht, sondern es ist angenehm erstellte Musik. Das, was jetzt hier gerade im Hintergrund läuft, ist auch von Epidemic Sound. Einfach mal ein bisschen Klaviermusik, angenehm und nebenher. Also das ist meine Empfehlung. Epidemic Sound, 13 Euro im Monat. Damit bist du rechtlich komplett abgesichert, bist nicht in der Gefahr, dass deine ganzen Streams oder deine YouTube-Videos gemutet werden oder du auch noch einen Copyright-Claim kriegst oder Copyright-Strike. Sowas ist dann relativ unnötig, man hat schon genug zu tun, sag ich mal. Wenn du dann auch noch rechtlich Probleme kriegst wegen der Musik, ist einfach ätzend. Ist eine Sache, die nicht jeder weiß, die auch nicht jeder wissen kann. Manche denken, oh ja, jetzt streame ich mal und lass nebenher meine easy Musik laufen von Apple Music oder was auch immer. Das geht halt nicht, weil das nur eine private Lizenz ist. Und sobald du halt auf Twitch streamst, ist es halt schon in Richtung kommerziell oder zumindest nicht mehr privat. Das dir zur Information, wenn du Fragen hast. Das war jetzt nur ein ganz schneller Abriss und Vergleich der Anbieter, die mir auf die Schnelle ins Auge gefallen sind. Der Markt bewegt sich immer wieder. Es ist halt nur einfach ein Ding. Du musst halt einfach einen gewissen Zeitansatz, aus meiner Sicht, sollte man nicht überschreiten bei der Recherche. Also man vergräbt sich dann gerne mal über Tage, Wochen oder teilweise auch Monate. So ging es mir. Was nehme ich nicht, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Probier's mal mit einem der, die dir jetzt hier am ehesten zusagen. Und dann siehst du ja, was für ein Angebot bei Kostenlosen drin ist, wie die Musik ist, ob die Musik dir gefällt, ob die Musik deinen Zuhörern gefällt. Weil es gibt ja schon, ich sag mal, eine bestimmte Musikart, die dir nach, wenn jetzt, sag ich mal, einen Stream von 5-6 Stunden hast und da läuft die Musik, es darf halt keine Musik gehen, die dir ins Gehirn reinbrennt, wenn du weißt, was ich meine. Und da ist meine persönliche Erfahrung, ich habe das jetzt nur mit Epidemic Sound die Erfahrung, dass die Musik sehr angenehm ist. Du kannst sie aussuchen. Du kannst auch sagen, ruhige Musik, entspannte Musik, Electronic Lounge, Chillout Lounge, whatever. Und dann kommt auch so eine entsprechende Musik. Das macht schon viel aus, weil auch da sollte die Recherche nachher in den Playlists nicht allzu lange dauern, um einigermaßen Musik rauszulassen. Das dazu, wenn du Fragen hast, hau die gerne unten in den Kommentar rein. Wenn du persönliche Erfahrungen hast mit irgendwelchen Musikanbietern, dann gib mir da gerne Bescheid. Hau das alles unten in die Kommentare rein. Oder komm einfach auf twitch.tv/Kollexis jeden Tag zwischen 15 und 21 Uhr am Stream. Wenn du magst, sag gerne Hallo. Gib mir deine Erfahrung weiter, was du für Infos hast, welchen Anbieter du nutzt und was für dich Sinn macht oder nicht Sinn macht. Hab einen wunderschönen Tag und gerne bis bald. Ciao, ciao.